Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Über die App heute habe ich mindestens schon einmal, wenn nicht sogar mehrere Male, hier im Podcast gesprochen. Die Rede ist von der Instagram App. Instagram gibt es ja nicht nur für iOS, nicht nur für Android, sondern auch für Windows 10 Mobile über das Feature, warum ich überhaupt diese Folge mache, nämlich Instagram Stories. Die erscheinen momentan bei mir nur unter iOS auf dem iPhone bis jetzt. Und in der Android-App erscheint es noch nicht und in der Windows 10 Mobile-App erscheint es auch noch nicht. Das wird sicherlich da irgendwann, also mindestens unter Android, auch aufpoppen. Aber wie gesagt, bis jetzt noch nicht. Deswegen vorzugsweise als iOS-App heute vorgestellt. Gibt's, wie gesagt, auch für die anderen Betriebssysteme. Guckt da einfach mal im jeweiligen App Store nach oder im Play Store, wie es heißt, wenn ihr Instagram nicht sowieso schon nutzt und installiert habt. Kommen wir noch einmal schnell zu den technischen Daten. Gratis-App natürlich, Apple Watch-App möglich, kann ich nicht testen, hab keine Apple Watch. Aktuelle Versionsnummer ist 9.0.1, 35,5 Megabyte groß, zahlreiche Sprachen werden unterstützt, wie Englisch, Deutsch, Dänisch etc. pp. Für die aktuelle Versionsnummer hat es bei 59 Bewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 2 Sternen, warum auch immer. Und für alle Versionen hat es bei 67.086 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Das finde ich persönlich schon deutlich realistischer. Ich lese einfach mal die Beschreibung vor. Zur Version 9.0.1. Einführung von Instagram Stories. Eine neue Funktion, mit der du alle Momente eines Tages teilen kannst und nicht nur jene, die du in deinem Profil behalten möchtest. Wenn du mehrere Fotos und Videos teilst, werden sie zusammen als Slideshow dargestellt. Deine Story. Du kannst mehrere Fotos und Videos, so viele du möchtest, in deiner Story teilen. Erwecke sie mit Text- und Zeichentools zum Leben. Nach 24 Stunden werden sie ausgeblendet und nicht mehr in deinem Profil oder deinem Feed angezeigt. Sieh dir die Stories von Personen, denen du folgst, in eine Liste oben in deinen Neuigkeiten an. Von deinen besten Freunden bis hin zu deinen Lieblingskonten. Sieh dir die Stories in deiner eigenen Geschwindigkeit an. Per Finger Tipp kannst du vorwärts und rückwärts blättern oder du kannst wischen, um dir die Story einer anderen Person anzusehen. Mit Instagram Direct kannst du die Story einer Person kommentieren und ihr eine private Nachricht senden. Im Gegensatz zu normalen Beiträgen gibt es keine Gefällt-mir-Angaben oder öffentliche Kommentare. Deine Story unterliegt den Privatsphäre-Einstellungen deines Kontos. Wenn du nach oben wischst, kannst du sehen, wer sich ein Foto oder Video in deiner Story angesehen hat. Du kannst deine gesamte Story vor jeder Person verbergen, die sie nicht sehen soll, selbst wenn diese Person dir folgt. Du kannst sogar ein bestimmtes Foto oder Video deiner Story zeigen, indem du es in deinem Profil postest. Instagram Stories wird im Laufe der nächsten Wochen global ausgerollt. Wie gesagt, bei mir unter iOS erscheint es schon. Ihr habt also im Prinzip jetzt mit Instagram Stories genau dasselbe Feature oder so. Ein ähnliches Feature wie Snapchat es mit den Stories, heißt es auch Stories? Ich weiß es gar nicht genau. Doch, ich glaube schon. Bietet. Ihr könnt Videos machen, ihr könnt Fotos machen. Videos, glaube ich, sind maximal 10 Sekunden lang. Die müssen dann nicht mehr in eurem, müsst ihr nicht unbedingt in euer Instagram Feed posten, ganz normal halt, sondern wenn ihr das in die Story postet, dann ist das halt 24 Stunden sichtbar für Leute und danach verschwindet es wieder. Diese Story-Funktion war für mich eigentlich der eigentliche Grund, warum ich überhaupt Snapchat zum Beispiel installiert habe. Da habe ich auch ein paar Bekannte drin. Kann man ja relativ leicht Leuten folgen. Ich finde, dass
dass es jetzt Instagram-Stories gibt, wie gesagt, das Feature habe ich ab und zu bei Snapchat genutzt, finde ich bei Instagram deutlich angenehmer. Ich bin durchaus mit Snapchat zurechtgekommen, aber ich finde die UI furchtbar, die Bedienung furchtbar und die ganze App und wieder ein neues soziales Netzwerk. Ach nee, das mag ich persönlich irgendwie nicht. Das jetzt bei Instagram, das ist schon cool. Ja, ihr könnt vorwärts und rückwärts blättern in der Story, ihr könnt euch alles nochmal angucken, etc. Ansonsten läuft die Story einfach ganz normal durch. Ihr könnt Text zu eurem Bild zum Beispiel schreiben, mit einem dünnen Stift, einem dicken Stift und einem Stift mit glühender Kontur, das sieht teilweise sogar ganz nett aus. Sticker gibt es nicht, aber Emojis könnt ihr verwenden. Sticker gibt es ja zum Beispiel bei Snapchat. Ebenfalls ja, die Privatsphäre-Einstellung orientiert sich an eurem Instagram-Profil. Also falls ihr ein öffentliches habt, sind die Stories auch öffentlich. Und ja, falls ihr es nur für Freunde eingestellt habt, können halt nur eure Freunde sehen. Ihr könnt allerdings einzelne Personen ausblenden lassen. Ja, und das, mehr kann man darüber eigentlich auch gar nicht sagen. Das Ganze funktioniert sehr, sehr gut und man hat es halt in einem Netzwerk. Und das empfinde ich persönlich als äußerst angenehm. Da muss man nicht wieder, ja, wie gesagt, Snapchat mag ich nicht. Punkt. Wer das hat und wer dafür ein Feature hat, oder ich glaube, viele von euch nutzen Instagram, so rum. Könnt ihr ja durchaus mal das nutzen. Oder das mal ausprobieren. Mich findet ihr übrigens auch bei Instagram. Und zwar hau ich den Link einfach nochmal in die Shownotes. Ich bin da auch mit One App a Day heiße ich. Der One App a Day Account, glaube ich, bei Instagram. Aber da poste ich wenig bis gar nicht. Deswegen hau ich mal den Link zu meinem privaten Instagram Account nochmal in die Shownotes zur heutigen Folge 621. Instagram ist sowieso immer einen Blick wert. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.